Ich brauche bitte einmal... Bleib stehen, Kollege. Ja, oder so geht's auch. Nein, so geht's wieder nicht. Ich habe einmal einen Typen gerufen und hier sind gleich 4 Stück, Alter. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Was geht hier ab? Alter! Alter! Kollegen! Ich brauche nicht 5... Ja, ganze Türen. Ich brauche... Alter, wie das aussieht. Eine Riesenverfolgungsjagd. Wie das aussieht. Eine Riesenverfolgungsjagd. Wie das aussieht. Eine Riesenverfolgungsjagd. Wie das aussieht. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Das ist hier mal eine richtige Verfolgungsjagd. Und ich komme hier nicht voran, weil die ganzen Kollegen hier sind... Kollegas, Alter, Alter, der entwischt uns wegen euch. So, hallo, und da bin ich wieder zu einer neuen Folge von LCPDFR. Wir steigen erstmal schön wieder in unseren Dodge Durango heute mal ein. Und fahren... Wo fahren wir lang? Wir fahren mal rechts rum. Ich mache gerade mal kurz meinen... Ja, ich dachte gerade, hä, wieso geht das nicht? So. Jetzt haben wir... dieses... Dings an halt. Wie hieß das denn? A irgendwas. Der hat irgendwas. Alter. Der hier war das, ne? Der gelbe. Genau, der gelbe. Warte, ich muss kurz den einmal festnehmen, weil der hatte einen... Das Fahrzeug war gestohlen, Junge. Also bleib bitte kurz stehen. Das, du bist verhaftet. Und das Fahrzeug, ja, lass ich da einfach mal stehen. Auch in Ordnung. Junge, bleib stehen. So. Sorry. Oh Gott. Fällt erstmal direkt über unsere Beine. Muss hier irgendwie wegkommen. Kollege? Kollege, danke schön. So. Irgendwie ist das sauleise. Ist das mit der Audio geht das irgendwie nicht. Entweder habe ich das... So, also so ist das zu leise und so ist das zu laut. Naja gut, so probieren wir es jetzt einfach mal und fahren hier mit 180 Sachen den Typen wegbringen, der ein schönes Fahrzeug gestohlen hat. Ey, war das gerade perfekt? Das war gerade einfach perfekt. Perfekter, also ich habe nichts berührt und einfach perfekt da lang gekommen. Ach, muss ich hier rein? Ernsthaft? Hier runter soll ich? Okay. Ja! Ja, ich bin Polizist, ich darf das. So. Jetzt müssen wir nur kurz einmal genau hier rein müssen wir. Genau, so. Jetzt müssen wir kurz einmal laden und warten, bis die das hier. Das wollte ich nicht.
abtransportiert haben. Ach ja, man kann es überspringen. Ich wusste nur gerade nicht, wie ich es übersprungen habe. Aber auf jeden Fall habe ich es gerade übersprungen. Mist. Das war zu knapp. Aber okay. So ist das halt. Ja. Das Feuerwehrauto hat auch nichts. Das wäre es ja, wenn ein Feuerwehrauto... Oh, das war knapp. Wenn ein Feuerwehrauto irgendwas hatte. Hier sind stehen einfach... Wie? Der Bus wurde als... Stuck up irgendwas? Kann ich hier den Kofferraum durchführen? Hat der Bus überhaupt einen Kofferraum? Nee. Nein, ich hab's vergessen, was da oben stand. Ich hab's gerade gesehen, da wenn you addicted departed parked Dingens. When you parked vehicle via genau, can you irgendwas in ein Food and Transmission Details via Radio to control. Das heißt, ich soll nochmal einsteigen, um zu wissen, was da stand. So. I will then be dealt with. Ich kann nicht den denn jetzt hier mit den Details vom Dings machen. Nein, soll ich nicht. Wie kann ich? Das wollte ich auch nicht. Ich wollte das hier klicken. Ja, komm. You know what it is. So. Genau, falls ich wieder... Na gut, lasse ich das parkende Vehikel da einfach mal stehen. Fahren wir dann hier weiter. Das wäre auch mal cool, wenn man nicht Vollgas geben muss. Hier, weil wenn ich W drücke, bin ich ja auf Vollgas. This is the LCPD. Pull over now. Genau, weil ich bin ja, wenn ich W drücke, auf Vollgas und auf S Vollbremse. Und wenn man halt so langsam bremsen könnte, weil entweder guck so, dann bin ich halt. Ach egal. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist das Wichtigste. Ich glaube, der hat seine Kupplung gerade verloren. Lässt seinen Motor ganz jetzt so aufrollen hier beim Hochfahren. Hört sich an wie so ein... hört sich an wie so ein, Oh, das war knapp. Wie so ein LKW. Schönen guten Tag, Herr. Ja, wie auch immer sie heißen, werde ich gleich erfahren. Du bist etwas aggressiv über eine rote Ampel gefahren. Also nicht aggressiv, sondern halt. Herr Small. Alles klar, ich gucke. Gerade mal im Polizeicomputer, bleiben Sie bitte kurz stehen. Login. Search. Darwin Small. Zwei, was auch immer, Dings, ihr wisst, was ich meine. Time Stop 3 und No Active Reference und eine richtige Lizenz halt. Hey, wie bin ich jetzt hingekommen? Naja, gut. Auf jeden Fall bist du über eine rote Ampel gefahren und das gibt erstmal eine schöne Strafe über... Ist das gerade dein Ernst? Stopp, du steigst aus. Steig aus, Junge.
was hast du denn jetzt? Der ist etwas komisch, gerade drauf. Auf jeden Fall, was geht mit dem? Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen. Hallo, ich kann nichts machen. Wir fahren auf den, alles klar, komm, 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 komm. Oh, ist das nicht sein, wirklich, ist das nicht sein Ernst? Stimmt gar nicht. Das tut mir gerade echt leid, das wollte ich nicht. Der Polizist ist getroffen. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall bist du jetzt mal festgenommen. Ich hätte nichts mit dir gemacht, du wärst nicht festgenommen gewesen, wenn du nicht weggerannt wärst. Ich hätte einfach noch eine Strafe ausgesetzt wegen... Stimmt zwar nicht ganz, aber... Ich brauche halt einfach, ich muss das Ding rechts wegkriegen. Oh, da darf ich gar nicht rein. Das war knapp. Hier ist zwar grün. Ach, hier darf ich gar nicht rein. So, nichts passiert. Ja, vielleicht nicht ganz mitten auf der Straße. Ja, hier ist gleich wieder rot. Ich muss ja weg. Da darf ich wieder nicht rein. Da darf ich auch nicht rein. Doch, da darf ich rein. Ne? Darf ich hier rein? Müsste... Doch. Doch, hier darf ich rein. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft, ernsthaft? Nee, okay, nicht ernsthaft. Ich dachte gerade, meine Stimme wäre alle einfach aufgehört. Und oh Gott, mein Deutsch. Hey, what's up? Units report a suspect resisting arrest in Albany Avenue. Guten Tag. Die Polizei. Wir führen eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Einmal. Keine Sorge. Wir gucken nur einmal, wie es ihnen hier so geht. Weil sie verkaufen hier etwas viele Autos und sieht nicht so aus nach einem Autohaus. Was mache ich jetzt? Was macht ihr da? Du sollst den... Was machst du da? Du sollst den Kofferraum durchsuchen. Mensch. Ich glaube, der hat dem gerade einen Strafzettel ausgeteilt. Und? Sie fanden eine Stolen Credit Tag ins Trunk. Gut. Alles klar. Weil sie die Wagen verkaufen, bleiben Sie bitte kurz einmal hier stehen. Wir müssen sie einmal kurz festnehmen. Sie sind erstmal vorläufig festgenommen wegen Autos verkaufen, die was haben. So. Wir müssen kurz einmal die anderen Autos nachchecken. Was ging mit dem? Was ging gerade mit dem? So, wir müssen einmal den nächsten Auto abchecken, wenn der mal den Kofferraum aufmacht. Was geht mit meinem Kollegen? Alles klar, der ist leer. Den nächsten einmal abchecken. Hä? Da ist doch niemand. Halt, halt, halt. Fahr doch nicht weg. Ich muss gerade einmal den... Oh.
Der fährt mit dem Auto weg, ne? Ach du Scheiße. Okay, jetzt ist er eh weg. Oh, dann hast du ein Auto weniger, dass da was sein könnte. Kollege im Auto. Der ist auch leer. So, gucken wir mal in dem nächsten Auto. Wir gucken jetzt alles durch, ne, Kollege? Also. So, wenn jetzt hier nichts ist, dann hast du wirklich nur ein Auto mit einer gestohlenen Kreditkarte und damit fährst du erstmal vorläufig festgenommen. Alles klar. Sie sind erstmal vorläufig festgenommen. Kommen erstmal mit auf unsere Stelle, vor allen Dingen. Auf unsere Wache. Und sie sind vorläufig festgenommen, wie gesagt. So. Sorry, Kollege, tut mir leid. So, okay, naja, okay, ich muss meinen Kollegen hier irgendwo wegbringen. Das wollte ich auch nicht. Aber okay. Jetzt lädt er das wieder. So, jetzt guck ich mal mit Enter, nicht, ne? Mit Leertaste. String Enter. Ach, mit STRG und Leertaste. Damit überspringt man das. Alles klar. Gut zu wissen. I'm gonna bust your shit right open. Ja, tut mir leid. Hilfe. Also gut. Einmal bitte stehen bleiben, Kollege. Wieso sage ich eigentlich immer Kollege? So. Einmal gucken, was du hast. Weil ich glaube, er hat irgendwas. So wie der aussieht hier. Ich habe nichts gefunden. Jam Bone. Moment, Kollege. Einmal kurz nachgucken. Und was hat er? Alles in Ordnung. Er hat nur eine abgelaufene Fahrerlizenz, aber er fährt ja auch nicht Auto. Also von daher ist ja alles in Ordnung. Ne? Finde ich schon. Okay. Sie können. Okay, you're clean. Stay out of trouble. Sie können weiter. Ich muss kurz ins Auto einsteigen. Das Taxi da hinten. Alles klar. Die Fahrzeugsteuer wurde nicht bezahlt von dem Kollegen hier. Komm, fahr ein Stück weiter, bitte. This is the LCPD. Pull over now. Are you gonna see it all day? Okay, da liegt jetzt eine Tür, weshalb auch immer da jetzt eine Tür liegt. Kollege, leider wurde Ihre Fahrzeugsteuer nicht bezahlt. Das Fahrzeug war nämlich nicht, das mit dem, ihr wisst, was ich meine. Einmal bitte nachschauen. Ich meine das mit dem, also F9 drücken, das oberste halt. Fahrzeug nicht straßentüchtig. Und,
Eine Cautions, Revoke, Lizenz, ja, beide Revoke, Lizenz, beide aussteigen, der Hintermann fährt ja nur Taxi, also nur der Fahrer bitte einmal aussteigen. Making, was hat er gesagt? Ich habe nicht gesehen, was er gesagt hat. Auf jeden Fall werden sie erstmal festgenommen und nicht von mir mitgenommen. Und sie... Hallo? Geh weg. So. Ja und? Ach, da vorne ist alles klar. Okay. Wo auch immer jetzt gerade der Kollege hinfährt. So, und einmal in den Kofferraum gucken. Was passiert jetzt? Ich habe gerade E gedrückt, weil da stand, um was herauszufinden über das Auto. Na okay, geht nicht. Dann einfach wieder ins Auto einsteigen und weiterfahren. So. Haben wir heute überhaupt einen Einsatz gemacht? Ne, ich glaube nicht. Wir haben keinen Einsatz gekriegt, den wir auch machen konnten. Also von Drunk Driver und so alles. Das ist... Nee, das brauchen wir nicht machen. Hast du gerade gehupt? Wieso hupt er? Ist nicht mal einer da und die Schranke geht trotzdem auf. Okay, das geht wohl nicht. So, das darf ich. Ich fahre jetzt ein bisschen rechts rum. Ah, jetzt bin ich hier wieder beim Anfangspunkt. Das passt ja gerade perfekt. Pull over to the side of the road. So. Einmal bitte anhalten, Kollege. So. Und du fährst mal bitte kurz weiter. Fahr. Jungs, was geht mit euch ab? Kommt hier unsere Nahkampf. Ich sehe zwar gar nichts mehr, aber okay. So, wir brauchen bitte einen. So. Oh, ja klar. Jo, natürlich. Na, da ist auch der nette Kollege in der Ambulanz, aber also im Krankenwagen. Das könnte nicht lange brennen, tut mir leid, und ich muss aber weiterfahren. Alter. Der gibt aber Gas hier. Ich brauche bitte einmal... Bleib stehen, Kollege. Ja, oder so geht's auch. Nein, so geht's wieder nicht. Ich habe einmal einen Typen gerufen und hier kommen gleich vier Stück, Alter. Drei, vier,
4, 5, 6, 7, 8. Was geht hier ab? Alter! Alter! Kollegen! Ich brauche nicht 5... Ja, ganze Türen. Ich brauche... Alter, wie das aussieht. Eine riesen Verfolgungsjagd. Wie das aussieht. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Das ist hier mal eine richtige Verfolgungsjagd. Und ich komme nicht voran, weil die ganzen Kollegen hier sind. Kollegas. Alter. Alter. Der entwischt uns wegen euch. Ich muss ein bisschen schneller fahren. Ich kann nicht so langsam fahren wie ihr. Ich muss da rein. Ich hab noch kurz gesehen, Komm. Wir beide sind die Schnellsten hier. Okay, ich bin der Schnellste. Habt ihr ihn oder was? Ja, sehr gut. So. Alter Schwede, was geht hier ab? So. Du bleibst hier kurz stehen. So, ich muss ihn kurz hier einmal anhalten, damit er hier, damit meine Kollegen ihn kriegen können. Komm, zieh ihn aus dem Auto, zieh ihn aus dem Auto. Ich halt ihn sogar fest. Zieh ihn doch mal aus dem Auto, Kollege. Er schießt doch nicht drauf, du sollst ihn aus dem Auto ziehen. Ja, das wollte ich jetzt gerade nicht, weil das nicht Police ist, aber... Kollege! Steigt der einfach mal aus. Alter, okay, das ist jetzt mal eine richtige Verfolgungsjagd. Das ist so, wie ich das haben wollte. So macht doch LCPDFR Spaß. Das ist doch toll. So, jetzt aber bitte anhalten hier. Alter, ich kann nicht, wenn ich aussteige, dann bin ich tot hier, wegen den ganzen anderen Leuten hier. Er ist ausgestiegen. Suspect is on foot. Geht er da jetzt runter? Lol, was war das denn? Kollege. Hilfe. Jetzt habe ich auch keine Mütze mehr. Du bleibst stehen. Kollege, du bleibst stehen. Wenn der einmal auf mich zielt, ne? Ich kann ihn nicht mal festnehmen. Ist SCPDFA abgestürzt gerade oder was? So sollte die Verfolgungsjagd jetzt zwar nicht enden, aber ist auch in Ordnung. Alter, was hier abging. Das nehme ich als Intro, Alter. Sowas von. Alter Schwede. So, wir in unseren schönen Wagen hier einsteigen. Alter, was geht jetzt ab? Was geht jetzt hier ab? Kollege, wo bist du? Kollege? Im Auto? Nee, ne? Kollege? Jo, klar. Stehen bleiben, Polizei. Wow. Alter! Was geht heute ab? Ach du Scheiße! Ich brauche bitte einmal kurz... Oh, ich mache gerade volle falsche Sachen, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich drei Ablands gerufen. Ach, da ist aber mein Kollege wieder. Mal kurz meine Sirene aus. Da kommt er, sehr gut. Ja, oder es kommen auch zwei. Achtung, nicht hier gegen fahren, nicht hier gegen ihn fahren. Fahrt lieber gegen mich, Jungs! Oh. Oh. Gott!
Hier ist er. Belebe ihn wieder. Du schaffst das. Komm, komm, Alter, bleib stehen, Junge. Komm. Genau, guck einmal kurz wieder hin. Ja, wir haben es geschafft. So. Junge. Du kannst ja jetzt nicht... ja, mein Handy hat vibriert. Alter, der kann jetzt nicht einfach abhauen. Ich muss ihn töten, anders geht das nicht. Der hat sowas von einer Verfolgungsjagd gemacht und so viele Leute in Gefahr gebracht. Wenn der da jetzt einsteigt, ist gut. Steigt jetzt ein, Junge. Steigt ein. Okay. Wir haben ihn im Auto. Und, so. Wir haben ihn gerade... Belebt er den jetzt nochmal wieder? Ach nee, stimmt, das war der ja gar nicht, oder? Doch, das war der doch. Stopp, Polizei. Ein polizeilicher Einsatz, bitte bleiben Sie stehen. Raus aus dem Auto. Na komm, renn doch weg. Ich weiß nicht, was mit den Leuten heute abgeht. Aber das war mal eine richtig geile... Das war mal richtig geil. Alter, was geht hier ab? Wir bräuchten hier mal einen Krankenwagen für... Wir bräuchten die Kripo, wir brauchen einfach alles gerade. Ist unser Kollege noch im Auto? Ja, das ist doch perfekt. Das läuft doch, so läuft's doch. So, jetzt haben wir gerade... Schön. Ich bin, glaube ich, gerade auf der falschen Spur. Was geht mit dir? Also ich dachte, es wäre grün. Ist noch nicht ganz grün. Komm, es wird jetzt endlich grün. Ich muss vor ihm links da losfahren. Perfekt. Das war knapp. Tut mir leid. Hier wollte ich hin. Boah, dafür brauchte ich jetzt echt einen Ding hier, weil sonst hätte ich ihn nicht hingefunden. Oh Gott. Das heißt, Handbremse anziehen und ganz ausmachen den Motor. Das macht man, wenn man lange auf Enter drückt oder halt auf F, je nachdem, wo man halt einsteigen und aussteigen hat. Die hat irgendwas hier. Weil das ist gerade wieder so ein Event. Bleib bitte kurz einmal stehen. On top of your head. Mal gucken, was sie hat. Hat sie irgendwas dabei? Illegale Drogen. Sie werden bitte einmal... von mir persönlich abgeführt. So. So. Was geht mit ihr? Was geht mit... What? Das war gerade etwas komisch, aber okay. So. Guten Tag. Ich habe hier nur eine, die also eine illegale Drogen dabei hatte. Ist nichts Besonderes. So, wir müssen jetzt einmal hier hin. Einmal ins Gefängnistrakt hier. Wenn ich sie jetzt loslassen würde, ne? Wird es dann da sein? Nein, ist nicht. Alles klar. Ich muss im Auto sein, fällt mir gerade auf. Muss ich auch im Polizeiauto sein? Steigt sie da ein? Ey, das ist ja richtig. Okay, kann ich jetzt da reingehen eigentlich mit ihr? Ja, hoch, sie ist drin. Jetzt gehe ich rein.
Du hattest illegale Drogen dabei, mein Freundchen. Das heißt... Oh Gott, die Folge geht schon wieder viel zu lang wegen dieser Frau hier. Sonst wäre es perfekt 30 Minuten gewesen. Aber die Folge war einfach perfekt, Alter. Ich liebe sowas, wenn sowas passiert. Das wollte ich nicht. Ich hab nicht gesehen. Du bist tot? Hallo? Ne, gut, du lebst noch, alles klar. Gut, solange sie noch lebt, ist ja alles in Ordnung. Gut, muss ich sie einmal hier wegbringen. Wenn ich jetzt nur Leertaste drücke, dann passiert gar nichts, genau. Wenn ich jetzt nur streng drücke, nur STRG muss man drücken. Aber gut, nein, jetzt reicht's mir wirklich. Das heißt, bis zur nächsten Folge von... Mein Dodge Durango ist weg. Von, LCPD. Wir steigen jetzt hier wieder aus und gehen... schön Pause machen. Was heißt Pause machen? Wir beenden unsere Schicht für heute. Es ist auch schon, wie viel Uhr ist es? 15 Uhr am Freitag. So. Wir beenden unsere Schicht. Komm, lade. Gehen hier lang. Guten Tag. Ich habe heute Schichtende, was heißt heute? Ich habe jetzt Schichtende, darum. So, bin ich wieder Nico. Und so. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch gar nicht. Habe ich den jetzt immer noch als Freund da? Also als Kollege? Obwohl ich wieder Nico Bellic bin? Was ist jetzt gerade passiert? Ach, darf ich jetzt in die Polizei oder einsteigen oder was? Das heißt, bis zur nächsten Folge, haut rein. Und falls euch die Folge gefallen hat und mit der riesen geilen Verfolgungsjagd, dann lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge, haut rein und ciao, ciao.